Firefly Studios. Version 1.10.27781. Und schwarzer Bildschirm. Willkommen bei Stronghold 3, mein Herr. Welcome to Firefly Studios Stronghold 3. Ja, guten Tag und herzlich willkommen. Das war wirklich das stärkste Intro, was wir je im Leben gesehen haben. Und herzlich willkommen zu Zocken am Sonntag 008, meine Damen und Herren. Ich hoffe zumindest, dass es 008 ist, weil ich werfe die Zocken am Sonntag ja gerne mal so durcheinander, wie ich will. Willkommen zum zweiten mehr oder weniger festen Zocken am Sonntag im Moment. Wir werden ja drei Feste immer haben gleichzeitig. Und wir sind hier bei Stronghold 3, ein neu gekauftes Spiel, was sich auch der Warbase und der Wolke von mir bekommen haben. Und ich dachte mir, yay, das muss jetzt hier endlich kaufen, weil ich habe Stronghold 1 und 2 ja da und geht nicht und Darum spielen wir jetzt Stronghold 3, die Gold Edition. Gold Edition daher, weil wir haben die Blackstaff-Kampagne. Ich glaube, die gibt es nur in der Gold Edition. Wir haben die Militärkampagne, die hätten wir hier. Da habe ich aber auch schon angefangen. Wir haben die Wirtschaftskampagne, die... Der einen Krieg beginnt. Nein, will ich nicht. Die haben wir auch, die möchte ich aber beide nicht mit euch spielen. Wir hätten die historischen Belagerungen, die könnte man... Obwohl, ich würde sagen, wir probieren erstmal alles komplett aus, weil wir wollen ja beim Zocken am Sonntag auch alles austesten. Blackstaff-Kampagne. Fangen wir mal damit an. Piraten entkamen unseren Schwertern, von ihrer Feigheit angespornt. Sie machte sie schneller, als ich für möglich gehalten hatte. Ihre Fährte war schwieriger zu finden als gedacht. Wir jagten sie durch das halbe Land, bis wir eines Tages hörten, dass sie angehalten hatten. Sie hatten sich in einer Werft verschanzt und überfielen die nahen Dörfer. Man munkelte, dass sie auf ein Schiff warteten, das sie nach Greyshaw bringen sollte, wo ich aufgewachsen war. Greyshaw ist ein höllischer Ort, von der Bruderschaft mit grausamen, eisernen Griff regiert. Es war ein Ort, von dem ich flüchtete, sobald ich alt genug war. Nur weg von der Bruderschaft. Die Bruderschaft hatte mit den Ratten gearbeitet. Man konnte das Ausmaß der Korruption und ihrer tödlichen Macht nicht absehen. Wettlauf zum Meer. Und damit beginnen wir. Ich würde sagen, wir machen einfach von jedem mal ein Spiel durch und dann gehen wir mal in was anderes. Wettlauf zum Meer. Ich bat den Sultan um Hilfe. Er erzählte mir von einem Strand, wo wir unsere Streitkräfte versammeln und Waffen bauen konnten, um sie zu Fall zu bringen. Er würde uns Belagerungsgeräte für unsere Mission geben. Sollten wir scheitern, würde er den Ratten ein Schiff mit Soldaten nachschicken, sie bis zu Greyshaw jagen und dort aufhalten. Die Ratten haben eine Werft in der nächsten Bucht befestigt. Sie bereiten ein Schiff vor. Sie haben nur ein paar Truppen und dies ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, um sie anzugreifen, bevor sie die Sicherheit der Meere erreichen. Verwendet den Strand als Basis, wo ihr schnell eure Streitkräfte versammeln und einen Angriff starten könnt. Und wir spielen auf normal, nicht auf schwer. Und wir haben 13 Tage, 13, 11, 16. Okay, wir haben 13 Tage Zeit, den Typen aufzuhalten. Und die Ratten und die Schweine und die Wölfe und so, das kennen wir ja alles noch aus Stronghold 1, wer das schon mal gespielt hat. Episch geil. Und ich bin ja wirklich so ein kleiner Stronghold-Fanatiker. Ich liebe dieses Spiel. Das ist das beste Mittelalter-Game, meiner Meinung nach, was existiert. Und wir, obwohl mich Stronghold 3 bis jetzt noch nicht ganz so überzeugt hat, muss ich gestehen. So, warte mal, schauen. Oh, Gott. So, jetzt aber schnell, jetzt muss ich gerade niesen. Okay. Wir müssen dahinter. Du Scheiße. Okay, na dann, fang mal an. Katapulte. Ziehen jetzt los! Laufen wir den Katapulten los und zeigen den mal. Gehen los! Genau nach Plan! Das mit uns nicht zu scherzen ist und ich zoome hier mal ran. Ja, Sire! Die Grafik könnte ein wenig. Ich nehme auf 1700 mal 1000 auf.
weil ich mit Fraps ungern Stunden aufnehme, weil dann habe ich mit dem Render ein kleines Problem. Wieso können die schneller schießen als meine Katapulte? Das verstehe ich bei dem Spiel zum Beispiel nicht. Vorbereitung. Einmal können die schneller schießen als meine Katapulte. Wo ist der Kampf? Komm schon, Jungs. Und ein anderes Mal, wir sind einsatzbereit. In Vorbereitung. Sind die Bogenschützen hier doch sehr übermächtig. Rücken vor. So. Gehen wir hierher. Und fangen gleich mal an, hier einzunehmen. Opfern die Bauern dann für. Ich hoffe, das mache ich jetzt alles richtig hier, Konsor. In Vorbereitung. So, die Mauer, die Bauern gehen an die Mauer. Und dann müsste das theoretisch alles klappen hier. Vorerst. Halt sie nur noch. Wäre doch geil, dass die Wölfe überhaupt nicht angreifen, obwohl die da eigentlich raus müssten. Die Mauer ist gleich kaputt. Ganz schön, Jungs. Und da sind die ersten. Die beschäftigen sich immer noch mit uns. Das heißt, wir haben noch genug Zeit, My Lord? Denen zu zeigen, wo der Hammer ist. Wieso schießen die beiden da vorne eigentlich nicht? Naja, albern. Sehr schön. So, na dann würde ich sagen, nehmen wir unsere Gruppen und laufen vorwärts. Oh, wir haben gar nicht so viel Zeit. Ich bin eigentlich so der ganz langsam und sachlich vorgehende Typ. Ja. Mit gewisser Zeit, Periode, sag ich mal. Unsere Wand bin ich da nicht mehr ganz bereit. So gut. Brechen auf! In Vorbereitung! So, wo ist der Rest meiner Leute? Streitkolben bereit! Was ist das? Wie können wir dienen? Brennender Wagen. My Lord? Den setze ich da hinten ein. Ei, Sire! Ei, 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 ei! Hast du noch ein Katapult? Wir werden angegriffen. Ach wirklich? An Wer hätte es gedacht? Pfeile los! Auf sie mit Gebrüll! Macht sie alle down! Bitte Pfeilbogen-Zombies down! Aua! Aua, 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 aua! Nicht gut, nicht gut. Geht nicht, Sire! Einer mal nach da, einer mal nach da, einer mal nach da. Hoffentlich können die nicht so weit schießen, die Typen. Das meine ich, seht ihr das? Die sind übermächtig. Die können länger als meine Katapulte schießen. Meine Katapulte würden die jetzt nie erreichen. Leute, würdet ihr vielleicht mal aufhören zu schießen? Naja, okay. Also, hoch mit uns. Die brennenden Wagen nach da. My Lord. Dann Bogenschützen die vorbereiten. Pfeile schießen. Nach oben. Also nach da. Jeder Pfeil muss treffen. Was? Was war das jetzt? Ihr solltet doch an die Mauer ran und nicht an die Mauer. Oh. Stehen zur Verfügung. Baumeisterabteilung zieht los. Das gibt's Rücken nicht. Vor. In Vorbereitung. Nehmen wir mal In hier. Vorbereitung. Schießen wir da drauf. Bereit machen. Und die bitte alle. An die Welle! Gebt die Bogenschützen. Uns nur ein Ziel. Die Bogenschützen gehen hier hoch. Auf die Welle, my Lord. Und der Rest greift. Ah! Kommt schon, Männer! Ich hasse es sowas! Geht los. Warum ist das so schwer? Das verstehe ich nicht. Es wird ein Nach oben, Kampf. Los, schnell! Ah, ich habe alle meine Truppen verloren, das werde ich niemals schaffen. Das schaffe ich niemals, Alter. Niemals. Euer Befehl? So, schaffe ich das jetzt hier? Oh mein Gott, ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Ich hätte mich ja ein bisschen weniger beeilt, wenn ich denn die Zeit für sowas gehabt hätte. Hauptmann? Dann kann ich den Typen gar nicht anklicken. Milo! Ja. Jetzt putte den doch mal down, es gibt's doch nicht, wie viel der aushält. Alter Schwede.
Der macht alle unsere Truppen fertig. Der hat eine. Ich finde das hier echt ein bisschen. Die Figuren bei. Die einzelnen Gegner bei Stronghold 3 sind eindeutig zu mächtig, meiner Meinung nach. Das ist. Ja, weiß nicht, was ich dazu verhalten soll. Jetzt muss ich auch noch gegen den kämpfen. Oh. Der dauert jetzt ewig nee. Wir werden allein an dieser einen Figur jetzt alle sterben. Meldet ihr gleich, wieso greift da keiner an? An dieser einen Figur werden jetzt alle meine Menschen sterben, das werdet ihr gleich sehen. Der reicht aus mit diesen zwei Bogenschützen da, um alle meine Leute platt zu machen. Genau das finde ich ist ein bisschen übertrieben bei Stronghold 3. Ansonsten macht es aber doch recht viel Spaß. Ja. Lalalala. Wir werden verlieren, das habe ich euch schon gesagt, gell? Das hatte ich schon erwähnt. Dass wir werden verlieren. Naja. Wir werden angegriffen. Ach nein, wirklich? Wer hätte das gedacht? Ja gut, das sind die einzigen beiden, die wir noch haben. Und? Du hast verloren. Ja, okay, doch. Gut, das war die Black Steph Kampagne. Ich probiere es nicht nochmal durch, weil das sah schon so aus, als wenn ich es nicht nochmal gewinne. Na gut, der König ist tot, die drei Festungen liegen am Fluss. Was war wir das dachten, hier? Sicher zu sein. Oh. Sie kamen im Morgengrauen. Sie überraschten uns. Wir widersetzten uns ihnen. Wir hatten drei Festungen, in die wir flüchten konnten. Wir mussten die Verteidigung vorbereiten, Wälle bauen und verstärken, um die Streitkräfte des Schakals abzuhalten. Die feindlichen Späher haben unseren Standort entdeckt und der Schakal marschiert schnell auf uns zu. Benutzt die drei vorbereiteten Festungen, um den Feind lange genug fernzuhalten, damit die Frauen und das Gepäck eurer neu gegründeten Guerilla-Armee nach Norden entkommen können. Zur Erklärung, wir sind... Der König wurde umgebracht, der Wolf hat alles in seinen Besitz gegriffen und wir sind sozusagen der Sohn, glaube ich, des Königs. Bin ich mir jetzt ganz nicht so sicher. Wir sind der Sohn des Königs und müssen überleben. So, Vorratslager. Platziert euren Kornspeicher, Sire. Das kann da nicht platziert werden, my lord. Jetzt brauchen wir es mal ganz schnell. Ein bisschen Zeugens. So, machen wir mal hier. Eins und zwei. Haben wir Stein? Stein haben wir auch, okay. Stein und noch zwei davon. Und dann brauchen wir noch auf jeden Fall noch ein bisschen Essen. Gut, das soll doch erstmal reichen. Das haben wir erstmal. Moment, hier brauchen wir noch. Wo ist es? Da ist es. So. Das fügt man natürlich in die Mauer ein. Das ist ja ein Steingebäude. Die machen sich bei so einer Mauer immer ganz gut. Achso, kein Holz mehr. Achso, verstehe. Okay. Dann wollen wir mal so. Der Feind greift an. Der Feind greift an. Achtung. Dann kommt alle hier hinter. Denn ich will meine Truppen gerne auf einen Haufen haben. Die können da ruhig reinrennen. Also gut. Los geht's. Los geht's. La 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 la. Wie viele Truppen haben wir? Wir haben. Ja. Wir haben. Bereit und warten. Einiges. In Reih und Glied stehen. In Glied, hat Glied gesagt. Landsknechte. Nein, nicht hier, danke nicht. Sir, ja, Sir. Haben wir jetzt Holz langsam wieder? Holz. Da kommen gerade die ersten drei Hölzler und bringen ihr Zeug. Ich sehe gerade, wir haben gar nicht genug. Ich will einen Großig-Hauch haben. Großig-Hauch. Das reicht, glaube ich, auch.
Los, geht mal heute! Was ist das hier? Warum geht das nicht? Das kann da nicht platziert werden, my lord. Ja, wieso? Das ist so die Frage, wieso geht das nicht? Ich will eine ordentliche, saftige Verteidigung haben und ihr sagt hier, nee. So nicht. Bauen wir es halt dahin. So. Landsmacherei. Kann ich eventuell schon. Nein, kann ich nicht. Ich brauche erstmal. Aber wenn ich Baumaterial. So. Dahin und dann sollte es eigentlich hinhauen. Hier kann man sehen, wie glücklich unsere Leute sind. Warme Gefühle für euch, mein Herr. Ah, der Feind greift an. Was willst du da? Der Feind greift an. Die bombardieren hier alles, das ist schön, das interessiert mich aber nicht wirklich. Sie dürfen die erste Festung ruhig down machen. Da laufen sie gerade in die Piken rein. Und ich habe ich noch Holz? Nein, habe ich nicht. Schade. So. Da kommen sie auch schon. Sire, diese Verteidigung scheint verloren. Vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um zur zweiten Festung zurückzuziehen. Du hängst zurück, Junge. Du hängst eindeutig zurück. Da 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 da. Sterbt alle. Die vier Muskeltiere. Da 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 da. 3, 2, 1 und so viel zu den Muskeltieren. So. Immer noch alle Betten belegt? Das verstehe ich aber nicht. Dö. Warte mal, wir haben hier noch 15. Stein haben wir ohne Ende. Kann ich eventuell einen Markt bauen schon? Ja, das kann ich bauen. Steuern mache ich mal ein bisschen hoch. Können wir uns leisten. Und die Katapulte sind damit beschäftigt, da unten Zeug zu machen. Lagerungscamp. Braucht alles keiner. Okay. Brauchst du noch ein bisschen Nahrung. Jetzt verhungern wir hier noch alle. So. Wir haben fast keine Nahrung mehr, Sire. Was das für ein ist schöner mir aufgefallen. Tag es ist, Sire. Machen wir es mal anders und machen... Oh. Das so. Oh, da gerade ein schöner Tag ist, machen wir es erstmal so, dann ist das ja noch besser, oder? Dann machen wir gleich andere. Ja, wir können sogar gar keine Nahrung geben, das ist noch praktischer. Eure Befehle, Sir. So, der erste Katapult ist gleich down. Sind auch die gleich down? Haltet eure Speere gerade, Männer! Würdet ihr eventuell mal euren... Hallo? Sind die doof? Der Feind hat uns fast überrannt, Sire. Ja, gut, so schlecht ist es beim letzten Mal nicht gelaufen. Da gab's doch Besseres, was ich hier schon gemacht habe. Wir werden angegriffen. Der Feind greift an. Befehle. Ich greife gar nicht an. Auf ihn los. Ein Gemetzel. Was hat das ein Gemetzel? Warme Gefühle für euch, mein Herr. Bereit, Sir. Schick auch gleich mal warme Gefühle für euch. So, na dann, alle hier runter, los. Macht sie fertig, auf sie! Bauern voran! Ist zwar böse, aber ist so. Die armen Bauern, können ihr mal anfangen zu werfen? Yes, genauso will ich das sehen. Weiter geht's, auf diese Bauern. Bauer gegen Bauer. Bauer sucht Bauer. Ja. The fight of the Bauer. I got Bauer! Auf sie! Auf
auf sie los! Ich hab mehr als ihr, ich hab mehr als ihr. Angeht, Seil. Oh. Ich hab mehr als ihr. Nja. So, okay, ist hier alles weg? Hier ist alles weg. Wow, was ist das da? Kein Problem, Sir. Ziehen aus. Speere vorwärts. Dann würde ich sagen, mal alle hier hoch. Auf die Welt. Und wir lassen die beiden Festungen in Ruhe. Wir haben ja schon dritte geschafft, das ist ja alles kein Ding. Das sind immer noch alle belegt? Krass. 78. Mach mal noch einen. Davon? Der Feind greift an. Ach, der Feind greift an. Ja, das ist mir auch egal. Kann ich doch nichts dran ändern, Junge. Jung, passt mal auf, Jung. So, jetzt habe ich überall hier Dörfer gebaut und jetzt baue ich da noch das und das hin und dann baue ich hier noch. Wo ist denn das Lager eigentlich? Ich soll das vielleicht ein wenig näher zum Lager alles bauen. So, hier noch Käsefabriken hin und dann hat sich das. Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, meine. Na, anders will ich das auch nicht sehen. Boah, ich hier noch eine Käsefabrik hinkommen. Hier, weil wir. Nee, Bauern werden benötigt, Sire. Bauern werden benötigt, Sire. So, die stelle ich mal alle hier drauf. Hier sind ja auch noch welche. Achtung. Gut, gut. Klasse. Bauern stelle ich hierher. Und die Landsknechte kommen da hoch. Mit den Bauern kann ich dann zur Not ausrücken, wenn ich will. Und dann passt das hier auch alles sehr schön. Warte mal hier. Das ist immer noch. Also, Bretterie. Toll. Nein. Noch ein Marsch. Auf Nein. Die Füße, Jungs. Nichts Marsch. Marsch ins Bett, ja. Okay, da kommt auch keiner mehr raus. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich noch ein Haus. So, wie gibt das jetzt 4 neue Unterkünfte? Okay. Wo sind die Feinde? Der Feinde kommen mit dem Katapult. Machen wir aus die fertig und dann die Katapulte. Das ist auch nicht schlecht. Landsknechte bereit. So, haben wir jetzt endlich genug, Leute. Ja, wir haben endlich mal einen zu viel. Ein schöner Tag, my lord. Ja, das sehe ich auch so. So, machen wir noch einen Landsknecht und noch einen Landsknecht. Neue Befehle. Ein Schlandknecht. Ja. Landsknechte, auf die Welle. Das will ich aber meinen. Und noch ein Landsknecht. So, wie sieht es mit dem Essen aus? Wächst das? Das wächst. Dann kann ich ja hier mal so machen. Und dann machen wir hier nochmal 2 Landsknechte. Eure Befehle, Sir. Bereit und warten. So, und die das. Die hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. My Lord. Die da unten sind gleich fertig. Die werden nämlich gleich attackiert. Es kommen immer weitere Männer des Schakals, Sire. Wird es nie ein Ende nehmen? Doch. Wo laufen die lang? Sterbt doch mal alle! Bauern, auf sie! Was war das für ein Geräusch? Achtung! Machen wir es halt anders, da kommen hier halt auch noch welche drauf. So, und die kommen dann hierher. Verlier dein Helm nicht, Knappe. Also die stelle ich wieder hierher. Und dann noch 2 davon. Ach stimmt, eine Lanzenmacherei wollte ich ja holen. Kann ich mir jetzt einen Markt eigentlich holen? Da, Markt, ja, da brauche ich keine Lanzenmacherei, ist auch nicht schlecht. Lordschaft. Eure Lordschaft. Neue Befehle. Ja, da hoch. Landsknechte, auf Ach, die du Welle. Bist auch noch da hoch. Landsknechte, auf die Welle. Sieht auch gar nicht übertrieben vollgepackt hier oben aus. Die können sich sicher noch wunderbar frei bewegen. So gegenseitig in den Kopf können sie sich bewegen. Wie sieht's mit Holz aus? Greift an. 114, 130, das könnte eine Weile dauern noch.
Auch nicht wild. Dann mache ich erstmal davon noch einen und dann hat sich das auch. So, ich hätte gern einen Moment. Achtung. Den hätte ich gern da oben. Dich hätte ich gern hier. Oh, ein Befehl. Ein Befehl. So, das Essen scheint sich ja wunderbar zu machen. Dann mache ich nämlich mir nochmal ein Haus. Ein etwas größeres Haus. Und dann könnte ich hier nämlich auch. Kann ich hier nämlich auch. Mehr Bauern machen. Die würde den Selbstsuizid schicken können. Meine Füße tun weh. Alter, du bist gerade 3 Meter gelaufen. Pussy. So. Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. Das ist schön. Wir werden angegriffen und die Menschen hegen warme Gefühle. Ja, auf normal ist das Spiel eigentlich ganz simpel, ne? Zumindest die normale Militärkampagne. Wir spielen schon wieder fast jetzt für eine halbe Stunde. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Was ist denn hier eigentlich los? Ich wollte ja eigentlich noch die Wirtschaftskampagne zeigen, aber. Ich habe da so eine Idee. Die wird euch vielleicht ja nicht auch noch gefallen. Wir zeigen auf jeden Fall die Wirtschaftskampagne und machen dann auch das, was ich vorhatte. Verlier deinen Helm nicht, Knappe. Blackstaff-Kampagne, habe ich gerade gemerkt, ist anscheinend mehr so Verteidigung oder so, keine Ahnung, aber auf jeden Fall müsst ihr mal reinschauen. Wie gesagt, ich zeige jetzt immer nur ein Level aus jedem, weil das ist ja doch schon ein bisschen zeitintensiv, dieses Spiel. Müsst ihr selbst mal schauen, ob ihr euch das holt oder nicht. Das Spiel kostet zur Zeit, kann ich ja mal Tipp geben, im Saturn im Angebot für 15 Euro. Wer das Spiel haben möchte, ansonsten auf Steam 30 und auf in Müller habe ich es für 20 gesehen. So, also wenn einer von euch das den Laden in der Nähe hat. Grafiktechnisch muss man zugeben, also ich nehme gerade einen 1700 auf, da gibt es noch höhere Grafik. Ist es ganz gut für Stronghold. Stronghold hat sich jetzt nicht unbedingt so durch die Monster-Grafik ausgewiesen. Stecht sie mit Gabeln? Nein, warte, lauf dich. Nein. Verlier deinen Helm nicht. Nein, das wollte ich nicht. Auf die Füße, Jungs. Auf die Füße, Jungs. Bauern werden benötigt, Sire. Ich benötige so einiges. So, dann hier nochmal. Verlier deinen Helm nicht. Meine Bauern hebe ich mir nämlich auf. Ich finde auch geil, wie die wirklich diese Frauen also hier. Gut. Mit so einer Monster-Sichel-Axt rumrennen wie I am the Lord of the Dead. Und die da kommen nicht mal annähernd zur Mauer ran. Da müssen wir unsere armen Bauern ja nicht opfern. Und stirbt los, macht sie tot. Blub, 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 blub. So, okay. Ach, ich liebe die Stronghold-Musik. Die werde ich mir auch wieder rein. Die Stronghold 3-Musik werde ich mir auch wieder ins Let's Play von Minecraft mit reinmachen. Wen das interessieren sollte. Mal gucken. Ja, doch, das werde ich tun. Und dann. Wir haben wieder auch wieder neue Musik. So. Was haben wir noch so Feines? Wie sieht's aus mit Nahrung? Oh. Das kann da nicht platziert werden, my lord. Klar kann das da platziert werden. So. Weiß ich ja nichts kaufen. Der Feind greift langweilig. Jetzt kaufen wir davon noch ein bisschen was und kaufen. Ach, ich kann wohl. Moment. Ah. Wenn wir das schon machen, dann machen wir das richtig. Oh, passt nicht hierher. Hier auch nicht. Aber hier ist sicher, oder? Ey, total unfair. Dann halt mitten ins Dorf. Sag mal, die verarschen mich doch. Ich kann meine Kirche nirgendwo hinbauen. Ich habe viel zu unübersichtlich gebaut. Wisst ihr was? Ist mir doch egal. Dann baue ich die halt hierher. Ja, hab die Kirche gebaut. Ich bin ein Held. Mitten irgendwo, wo sie jeder Schrott machen kann. Yay! Und jetzt will ich noch was ausprobieren, und zwar haben wir doch sicher ganz viel Holz, gell? Genau.
Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. Wie war das? So war das okay. Dann noch einmal. Da ein hin. Und da. Und da. Und da und da und da. Wir brauchen Holz, eure Lordschaft. Wir brauchen Holz, eure Lordschaft. Wir brauchen Holz. Dann kaufen wir Holz ohne Ende. Gold. Was willst du? Nicht genügend Gold? Ich geb du gleich mal nicht genügend Waren. Nicht genügend Gold. Was tue ich? What I'm doing? I'm doing. So, wir haben gleich gewonnen, gell? Das ist, glaube ich, die vorletzte Welle. Und was lugt da so? Lasst ja die. Ach, die müssen aber auch unbedingt auf die Kirche losgehen, ein ne? Königlicher Besuch, Sire. Ein königlicher Besuch. Oh, ich bin so aufgeregt. Ja, dann erheben wir die Steuern. Yes. Ey, Leute, ihr könnt nicht einfach so auf meine Kirche losgehen, ne? Nicht genügend Gold. Deine Mami hat nicht genügend Gold. So, dann machen wir mal den hier. Und platzieren hier noch ein paar von den Dingern hin und dann sieht das hier, glaube ich, auch ganz gut aus. Die gute Ude. Ihr habt nicht genügend Gold, um dieses Gebäude zu platzieren. So, haben wir eventuell, können wir Mauern bauen eigentlich? Mauern können wir gar nicht bauen, okay. Kerzengießerei, was ist denn das für einer? Ach, ein Priester. Wir haben es anscheinend in Ruhe gelassen, den Priester. Die sind mit dem Katapulter durchgefahren, die Dropse. Ihr seid ein paar Helden, wirklich. Ihr baut Katapulte für das da. Ihr baut Katapulte für das. Was ist das? Nein, warum? Verstehe ich nicht. Naja. Okay, was wollt ihr jetzt hier machen? Da könnt ihr bestimmt nicht rechtzeitig wieder euren Katapult hin. Kappa Schuld. Zu nah am Feind, um gebaut werden zu können. Die sind aber auch gerissen. Bringt ihnen aber auch nicht viel, weil sie alle sterben. Die kommen nicht mal zum Schießen. Oder wollen nicht schießen, keine Ahnung. Oh, einer hat es geschafft. Wow, ich bin begeistert. Nicht jetzt hier noch so einen hinbauen. Geht natürlich nicht, ne? Ihr seid etwas unbeliebt, mein Lord. Oh. So, na dann machen wir mal hier noch einen und dann bauen wir da auch noch einen hin. Und hier noch einen und da noch einen und da noch einen. Das kann da nicht platziert werden, mein Lord. Ach, deine Mama kann da nicht platziert werden, so. Bauern! Auf sie! Ich glaube nicht, dass sie dieser Übermacht irgendwie trotzen können. Die Menschen hegen warme Gefühle. Attack with the Bauern! Oh, guck mal, das sind noch mehr Bauern. Wir werden angegriffen. Von wem? Ey, die greifen unsere Kirche an, das ist total unfair. Es ist ein Gemetzel! Auf sie! Bauert sie nieder! Yes! Die können ruhig da langlaufen. Das kann sein. Es ist unmöglich. Die kommen da trotzdem durch. Ja, okay. Ist auch down, okay. Okay, da kommt eine große Truppe. Dann schicke ich die Bauern mal hinter die Welle. Wir gehen. Hauptsache, ihr geht nicht. So, und dann machen wir hier nochmal ein paar Punkte.
Und dann hoffe ich, dass die nicht hier lang laufen. Holz kaufen, Holz kaufen, Holz. Erstmal Stein verkaufen wieder alles. Nicht genügend Waren. Und jetzt nochmal gucken hier, Moment, nochmal drei davon. Rekruten werden benötigt, Sire. Die Bauern, wir brauchen mehr Bauern. Wir geben mal die Bauern her. Agathe Bauern. So, als wenn das mal keine Verteidigung ist. Oh ja? Toll. Und hier stelle ich die Bauern hin, falls sie vorhaben, wieder hier durchzubrechen. Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. Wir müssen ja keinen Bauern verschwenden, aber obwohl, wenn ich die da hinstelle, dann greifen die vielleicht mit Sperren an. Klasse. Nee, die Bauern hinter dem Bauern. Also los dann. Du. Wo laufen sie denn jetzt lang? Jetzt laufen sie da oben lang, war mir doch eigentlich klar. Na, wo lauft ihr lang? Ah, das tut schon weh, hä? Ah, das tut weh, gell? Hab ich recht? Oh, die haben den Priester umgebracht. Das tut auch weh, hab ich recht? Ja, ja, da kommt er nicht lang. Tut das weh? Oh. Au. Und wie das weh tut. Oh, da war auch eine Falle. Au, da bleiben sie natürlich auch stehen. Und genau da wird natürlich so ein Link platziert. Das ist ne, das glaubst du nicht. Neue Befehle. Uns wurde berichtet, dass der Tross in Sicherheit ist, Sire. Wir können uns jetzt zum Pass zurückziehen. Sie werden es nicht wagen, uns zu folgen. Wir sind siegreich, Sire. We are the winner. We are the winner. The winner. Juhu. Gut, damit hab ich nicht gerechnet, dass ich auch noch gewinne. Dann wollen wir mal die letzte Kampagne, die Wirtschaftskampagne ausprobieren, die ich noch nicht gestartet habe. Eines der ersten Dinge, die während des Krieges ausgingen, waren unsere Rohstoffe. Die grausamen Schweine stahlen unsere Steine, unser Holz, unsere Werkzeuge, ohne an die Menschen zu denken. Bevor wir überhaupt daran denken können, die Abtei wieder aufzubauen, müssen wir einen Steinbruch errichten. Bevor wir überhaupt an einen Wiederaufbau der Abtei denken können, müssen wir einen Steinbruch einrichten, der die Steine für die Bauarbeiten liefern wird. Und Holz müssen wir auch beschaffen, steht da, aber egal. Sammel 160 Steine, sammel 800 Holz. Na, das wollen wir doch mal machen. Platziert euer Vorratslager, my Lord. Wie auf dem Berg oder was? Ach da, okay. Moment, erstmal Überblick der Karte verschaffen. Überblick der Karte verschaffen. Überblick der Karte verschaffen. Anscheinend werden wir hier auch nicht angegriffen. Hoffe ich zumindest nicht. Dann wollen wir mal schauen. Ich würde das Vorratslager am liebsten hier platzieren. Platziert euren Kornspeicher, Sire. Und den Kornspeicher, Moment, platzieren wir. Wo sieht es am grünsten aus? Hier sieht es am grünsten aus. Die Kornspeicher platzieren wir hier. So. Sire, Lady Catherines ehrgeiziges Vorhaben, die Abtei wieder aufzubauen, ist wirklich nobel. Aber ich sehe viele Probleme in den nächsten Tagen auf uns zukommen. Im Moment ist jedoch Eile geboten, da Holz und Steine schnell geliefert werden müssen, bevor die Handwerker ankommen. Ich habe nur eine gewisse Zeit, oder was? 37 Tage. Oh. Habe ich wenigstens. Ah, ich habe wenigstens sehr viel Rohstoffe. Das ist auch sehr schön. Das kann da nicht platziert werden, Mann. So, dann mach ich mal hier. Was ist das hier? Das ist ein Steinbruch, ja, das ist richtig. Ah, okay. Jetzt brauche ich erstmal Holz, dann muss ich ein. Was ist das? Apotheke? Warte. Jetzt brauche ich Holz, dann muss ich. Da muss ich hier erstmal diese Ochsenkarren machen. Sire, dieser Standort ist reich an Steinvorkommen, aber wir müssen vielleicht erst das Unterholz wegräumen, um an sie heranzukommen. Oh. Scheiße. Was erzählen die mir erst jetzt? Ein paar Helden.
Los, kümmere dich ums Unterholz! Los, 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 das schaffst du! Yay, yay, yay! Wie soll ich denn dann so schnell genug an die Steine rankommen, wenn ich das Unterholz das alles wegmachen muss? Oh mein Gott! Erstmal brauche ich ein Gehöft. Am besten gleich ein ganz großes mit 80. La 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 la. Aber was so eins, da habe ich wenigstens noch ein bisschen Holz dann. Durch. La 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 la. Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. Die warmen Gefühle. So, dann machen wir noch so einen dahin. Und wie sieht es mit den Nahrungsmitteln jetzt aus? Nein. Uff, sieht schlecht aus. Warum halbe Nahrungsmittel? Das schaffen wir noch. Das sieht sehr schlecht aus, aber brauchen wir wahrscheinlich noch einen. Ich habe die Holzfäller perfekt an der falschen Stelle platziert. Wir haben fast keine Nahrung mehr, Sire. Ja? Herr, wir sind hier hoch in den Bergen und es gibt Bären, die hier frei herumstreifen. Unsere Bauern brauchen Schutz, wenn sie unbehelligt arbeiten sollen. Die Menschen sind sich nicht sicher, was euch angeht, Sire. Wie jetzt die Bauern brauchen Schutz, Gebären? Wollt ihr mich verarschen? Aber ich bin. Wie wäre es denn mit ein wenig. Was ist das? Was? Menschen verlassen die Burg. Was ist das hier? Jo, okay. Der Kornspeicher ist leer, Sire. Immer noch? Arbeitet hier überhaupt irgendjemand? Das wird Zeit für ein Duster und dann brauchen wir ganz schnell mal ein bisschen. Nicht genügend Gold. Duster. Okay, das wird jetzt sehr knapp. Dann machen wir doch nochmal ein Holzhaus hin und dann können wir. Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. Warme Gefühle für euch, mein Herr. Mein Herr. Menschen kommen zur Burg. Menschen! Wir haben kein Holz mehr. Aber die Holzfäller arbeiten ja fleißig. Also alle fast. Dann baue ich genau neben den Kornspeicher mal ein bisschen Zeug hin. Das kann da nicht platziert werden, my lord. Okay, dann sollte jetzt erstmal wenigstens genug. Was ist denn das hier für ein Zeug? Ist das Pest oder was ist das? Habe ich noch nie gesehen, keine Ahnung, was das ist. Wir haben fast keine Nahrung mehr, Sire. Nicht genügend Gold. Nichts Gold? Nicht genügend Gold. Das arbeitet nicht, das arbeitet nicht, das nicht, das nicht. Oh, das läuft ja perfekt. Die Menschen sind sich nicht sicher, was euch angeht, Sire. Ich bin mir auch nicht sicher, was mich angeht. Da habe ich schon hier 40 und dann geht trotzdem nichts. Ich bin beeindruckt. Schon wieder Regen, mein Herr. Ich will nicht, lasst mich. Nicht genügend Gold. 11 Leute arbeiten. Wieso arbeiten 11 Leute? Das verstehe ich nicht. Menschen verlassen die Burg.
Was? Nein, 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 nein. Nicht verlassen! Nicht genügend Gold. Ich bekomme hier ein zu viel, verdammt, das gibt's da nicht. Warum läuft das so schlecht? Ich bin eigentlich gut in Wirtschaft. Gut, ich hätte vielleicht nicht die Holzfäller sofort aufbauen sollen. Hätte ich gewusst, dass ich das hier wegmachen muss, dann wäre das vielleicht alles ein bisschen einfacher verlaufen, aber, sieht gut aus. Vielleicht kann ich Nahrung kaufen, ja. Der Kornspeicher ist leer, Sire. Wütende Bären erschrecken unsere Bauern, mein Herr. Klasse. Alter Schwede. Ein Bär, Sire. Die Bauern bitten uns, einige Truppen zu entsenden, um sie zu schützen. Ja, wo ist denn der Bär? Wie kann ich auf den Bären zugreifen? Hier ist Pest. Ach, das ist ein Bär, okay. Epischer Kampf, Mann gegen Bär. Ihr seid etwas unbeliebt, mein Lord. Helft dem Lord, er wird angegriffen. Wir müssen dem Lord nicht helfen, der Lord ist the best of the best. Kann man dieses wütende Bären jetzt weggehen? Ach ja, wir haben Markt, ne? Markt, verkaufen, 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 verkaufen. 60 brauche ich, gell? Und wir haben fast keine Nahrung mehr, Sire. Menschen kommen zur Burg. Und jetzt gehen wir dem mehr essen. Und sogar ohne Essen können die eine Weile überleben. Okay, warte, warte, warte. Wir warten, bis die Menschen zur Burg kommen. La 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 la. Oh, wenn wir es ein bisschen schneller machen, dann geht's, kommen sie wahrscheinlich auch schneller. So, machen wir eine viertelste Ration und dann hoffen wir nur, dass sie ganz schnell. So, warte mal, ich mache jetzt erstmal weg mit dem da. Der arbeitet eh gerade nicht. Noch, der da kommt weg, der arbeitet auch nicht. Den da mache ich weg, weil ich nicht weiß, was das hier sein soll. Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. Ich heg auch warme Gefühle für mich. Nee, ich hab das alles im Griff, alles im Griff, alles im Griff. Scheiße, wir haben noch 18 Stück. Warte mal. Wäre ja auch zu einfach gewesen, wenn ich das hätte machen können. Hallo, können jetzt langsam mal die scheiß Betriebe anfangen zu arbeiten? Och man, das gibt's doch nicht. Ich hab 18 Betten, warum arbeitet keiner? Ah, die ersten Obstgärten arbeiten. Die Menschen sind sich nicht sicher, was euch angeht, Sire. Können die hinten vielleicht einfach nicht arbeiten? Wir haben fast keine Nahrung mehr, Sire. Die Menschen werden von Krankheiten geplagt, my Lord. Es ist wirklich widerlich. Widerlich. Ja, dann machen wir mal hier da einen. Und ich glaube, die können hier hinten kein Dings anpflanzen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es ist Pest. Menschen verlassen. Alter, verarsch mich nicht. Das kann da nicht platziert werden, my Lord. Krankheit, ja. Ich hab doch hier so einen Typen. Och Mann, Leute. Ihr seid doch gerade erst gekommen. Warum verlasst ihr die Burg wieder? Hauptsache, die Obstgärten arbeiten endlich mal. Wir haben fast keine Nahrung mehr, Sire. Ja, ich weiß. Ja. Mann, es gibt doch auch keine Steuern, gell? Genau. La 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 la. So, es müsste theoretisch erstmal. Ja. Sehr schön. Wir bekommen endlich bekommen unser Zeug. Durch das Lager jetzt hier hinten, was es gar nichts mehr bringt. Aber wir haben endlich wieder normale Nahrung.
die beiden arbeiten jetzt auch. Okay, das ist sehr schön. Und dann sorge ich noch dafür, dass auch ein dritter, letzter arbeitet. Ja. Schicke ich dann einen hin. So, was haben wir hier oben eigentlich? Die Menschen sind sich nicht sicher, was euch angeht, Sire. Lass mich bloß in Ruhe. Sehr unstrategisch aufgebaut habe ich das hier alles, wirklich. Ich habe hier extra hinten das Lager gemacht, damit ich das alles hier hinbauen kann. Und das hier und das hier und das irgendwie habe ich das total verwurschtelt, keine Ahnung, was ich getan habe. Das ist halt so im Let's Play, da zeigt man gerne, was man nicht kann. Also langsam sollten wir die ganzen Typen hier ankreuzen. da arbeitet endlich mal einer. Und auch hier scheint gleich einer zu kommen und da und keine Ahnung. 16 gelagert. Ach, hier haben wir schon Arbeiter. Für da, wo sie nicht hinkommen, gibt es schon Arbeiter. Ah, verstehe. Mhm. Alle dieses Types. So, okay, die schlafen, dann gehen die Arbeiter woanders hin. Dann machen wir hier noch. Das kann da nicht platziert werden. Ochsenjoch braucht keine Arbeiter in dem in Stronghold 3, habe ich gerade gemerkt. Das ist auch ganz praktisch. Früher haben die mal Arbeiter gebraucht. Ich bräuchte noch ein bisschen Obst. Glaube ich. Ich spiele immer noch auf halber Dings hier. Und die Leute sind noch nicht ganz so zufrieden mit ihrer Nahrungszufuhr. Habe ich jetzt 17 von 18 verbraucht und habe einen freien? Ist das wahr so? Ist das richtig so? Dann ist das richtig so, oder? Ist das richtig so? Verstehe das nicht. Will das nicht verstehen. Nein, will das nicht verstehen. Hallo, letzter Mann. Die Menschen sind sich nicht sicher, was euch angeht, Sire. Warum nicht? Durch den Feuerbrand sind unsere Obstgärten unfruchtbar geworden, mein Lord. Na, klasse. Das ist genau das, was ich jetzt gebraucht habe. Ja. Moment, kann ich eventuell. Warte mal, haben wir das hier? Nein, ich kann keine Dings bauen. Och Mann, ich bin nicht. Ich will nicht. Das ist alles so gemein zu mir. Schaffen die es hier noch, das Ding hier wegzumachen irgendwie? Die arbeiten noch da, oder? Ja, toll. Kann ich eventuell hier noch irgendwo so einen hinbauen? Das ist total unbrauchbar. Die Menschen hegen warme Gefühle für euch. Total unbrauchbar, habe ich das aufgestellt. Total unbrauchbar. Ich bin total unbrauchbar. Was? Sag doch nicht so was zu dir, aber es ist doch so. Da noch einen, so, und dann kommt nämlich der da hinten. Den reiße ich jetzt ab, ist mir scheißegal. So. Hier habe ich auch keinen mehr, ich habe jetzt eigentlich nur noch die beiden hier. Oder? Ne, das war einer. Der baut hier noch ein bisschen was ab. Und ich hoffe, die da gehen nach da drüben. Lauf brav, noch da. Noch da, hier und auf, noch da. Kann ich die eventuell lenken? Das wär's ja. Menschen verlassen die Burg. Der Kornspeicher ist leer, Sire. Wir sind auf jeden Fall auf dem Weg, die Wälder abzuholzen. Werden wir bestimmt in nächster Zeit schaffen. Irgendwann. Und wir haben schon. Alter, wir haben noch 21 Tage Zeit. Und wir haben nur noch. Oh, ich habe gerade mal geschaut. Wir haben noch 5 Minuten Aufnahmezeit für ungefähr für die Folge. Ich wollte eigentlich. Aber. Ne, wir können ja auch. Und.
Okay, ich habe da eine Idee. Ich will hier durch, Leute. Macht euch mal ein bisschen schnell. Was? Mensch, war das nicht. Wow. Was? Ah, der Grundspeicher ist leer. Die Menschen sind sich nicht sicher, was euch angeht, Sire. Nicht was? Genügend Gold. Ah. Alter, jetzt hat die Nummer nicht Gold. Genügend Gold. Ich kriege da ganz zu viel. Bei mir rappelt's gleich im Baton. Schokolade. Wir haben fast keine Nahrung. Das ist schön für dich. Dann würde ich mal sagen, liefert mal Nahrung ein. Menschen. Ja, Menschen kommen zur Burg. Toll, wunderbar. Leute, arbeiten. Dieses Gebäude lege ich jetzt still. Kann ich noch was stilllegen? Die Menschen hegen Ware. Ist mir doch egal, was die Menschen für mich fühlen. Ich bin ein kalter, aber erbarmungsloser Herrscher. Kann ich eventuell. Kann ich nicht aufbauen. Oh ja, da kommen ganz viele Leute mit Essen. Ja. Gib mir Essen und da kommen noch zwei mit Essen. Juhu! Ich bin der King. Und nennt mich auch den Shooter King, weil ich so gut in Shootern bin. Ja, okay. Hast du voll geklaut? Habe ich gar nicht geklaut. Nur. Ich bin Fan. Ich bin Fan. Fan der Fan. Oh, guck mal, die Pest ist weg. Warum ist die Pest jetzt auf einmal weg? Wollen mich verarschen? Wohin war ihr Pest? Das gibt's doch nicht. Brauche ich noch ein Gehöft? Why ist die Pest jetzt weg? Das sind 10 Unterkünfte. Dann baue ich mal noch 1 und 2. La la la. Das muss ich mal ganz kurz hier machen und dann muss ich auf jeden Fall dafür sorgen, dass. Wie sind denn das 4? Dann reiß ich das da ab. Und baue. Wo ist denn das jetzt? Nein, Quatsch. Nein, da. Da noch so einen hin und dann kann nämlich der da. Moment. Weg. Wir werden so ablösen, ey. Wir haben noch 17 Tage Zeit. Unsere Getreidevorräte wachsen. Das habe ich auch gemerkt. So, machen wir es auf 0 und dann können wir die erhöhen. Das kann ich gar nicht kaufen, gell? Nee, das kann ich nicht kaufen. Kann ich irgendwas anderes kaufen noch? Ich will auch was kaufen. Darf ich nicht kaufen. Nicht genügend Waren. Ein Bankett halten. Ich kann nur verkaufen. Schaffen die das heute noch irgendwie da durchzukommen? Das wäre äußerst praktisch. Jetzt scheine ich auch einen freien Arbeiter habe ich noch. Okay. Brauche ich ja hierfür dann noch. Jetzt habe ich null Arbeiter und brauche auf jeden Fall noch ein Haus. So, zweimal Einarbeiter und dann habe ich auch für die beiden da oben genug. Eigentlich theoretisch. Was für ein schöner Tag. Ja, ein schöner Tag, um die Steuern zu erheben. So. Ach, die können jetzt doch schon arbeiten, oder was? Oh.
Na, das ist doch praktisch. Schauen wir es vielleicht doch noch in 16 Tagen. Ich bin da ja eher ungläubig, dass wir das hinbekommen, aber na gut. Wartet auf zu transportieren Rohstoffe. Die Menschen hegen warme Gefühle für euch. Ich weiß nicht einfach. Lass jetzt wieder. Was sitzt du da von mir? Ich sehe diesen dummen Ochsen nicht. Durch den Feuerbrand sind unsere Obstgärten unfruchtbar geworden, my lord. Klasse. Das freut mich. Das kann da nicht platziert werden. Und ob ich das da platzieren kann, wenn man will, geht alles. Also wir haben jetzt genug Rohstoffe. Ach du Schokolade. Vorhin geklagt die ganze Zeit, dass ich keine Rohstoffe habe und jetzt habe ich so viele, dass ich nicht kaum noch damit über Wasser halten kann. Okay. Habe ich jetzt überhaupt noch genug Leute für sowas hier alles und dann. Moment. Hier oben will ich keine Aussicht für so ein großes. Bam! Und wie sieht es denn hier aus mit den Nahrungsmitteln? Machen wir auf null die Steuern. Ich brauche keine Steuern eigentlich. Kleine Bestechung können wir sogar noch machen. Und hier sind wir langsam, das sieht auch sehr gut aus. Wir kommen voran, wir kommen voran, wir kommen voran. Wenn du schon mal langsam dann mal hier anfangen würde zu produzieren, So, dann mach ich mal. Jetzt kann ich wieder anfangen mit Holzfäller bauen. Wieso fällt da gerade jemand Holz? Ach, ich weiß nicht, ich will es einfach nicht wissen. So, da ein hin und. Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. Schauen doch alle krepieren. Was? Was kannst du doch nicht über deine Leute sagen? Natürlich kann ich das über meine Leute sagen. Ich kann nichts hinstellen, das ist total doof. Hallo, ich will das hinstellen. Ich will hier was hinstellen. Was soll das? Ey, gemein. Ja, Moment, der Coin ging gerade da. Wie willst du mir erzählen, ich habe keine Arbeiter mehr? Habt ihr gerade Tausende gehabt? Muss ich das verstehen? Leg mal das Gebäude ins Schlafen. Okay, wie viel Holz habe ich jetzt? Jetzt kommt's auf Sparen drauf an. Jetzt müssen wir sparen ohne Ende. Wir haben nicht mehr viel Zeit. 12 Tage noch. 12 Tage noch. Holz kein Ding, aber beim Stein bin ich skeptisch. Die arbeiten zwar alle drei, aber. Das heißt ja nicht unbedingt irgendwas. Sieht gut aus. Läuft irgendeiner der Ochsen los? Okay, da läuft wieder ein Ochse los. Wie viel transportieren die eigentlich? Keine Ahnung. Da läuft noch einer los und der läuft sicher. Ah ne, bei dem dauert es ein Stück, sehe ich gerade. Da kommt gerade der nächste schon an. Sehr schön. Läuft ganz gut. Haha, läuft ganz gut, weil es Ochsen sind. Verstehst du, die laufen? Haha! Oh mein Gott, ist das schlecht gewesen. Ja, ja, das ist. Ich glaube. Die Menschen hegen warme Gefühle. Ja, das ist schön für die Menschen. Da läuft der nächste Ochse los. Wir haben 300. Und 70. Ey, wir schaffen das doch noch. Wir schaffen das noch. Verdammt, wir schaffen das doch. Auch wir über und drüber machen müssen. Aber ich will das schaffen.
Unsere Getreidevorräte wollen wachsen. Wollen die nicht vorher mal damals so groß? Ich will mehr Resultate sehen. Aber ich muss sagen, wir haben eine ganz schön große Siedlung geschaffen jetzt. Wir können wirklich nirgendwo mehr Holzfäller hinbauen. Ist ja ätzend. Hier geht noch einer. Achso, wir hatten ja keine Typen mehr, gell? So, dann sollten wir jetzt hier mal zwei Leute schnell zu den Holzfällern schicken. La 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 la. Können wir Steine nicht verkaufen? Könnten wir tun, ja. Unsere Getreidevorräte wachsen an, Sire. Die Zeit ist knapp, Sire. Und wir haben immer noch nicht alle benötigten Rohstoffe. Ich kann da nichts dafür. Dafug, was? Zeit ist knapp, Sire. Wir haben immer noch nicht alle benötigten Rohstoffe. Ja, das habe ich gerade irgendwo schon mal gehört. Okay, keine Ahnung, was das jetzt war. Es wurde rot. Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. Oh, der freut mich aber. Komm, wir machen doppelte Ration ganz einfach. Freuen sie sich alle. Wir haben ja so wenig, deswegen. Fünffache Ration. Yeah, wir können es uns leisten. Okay, das reicht jetzt aber auch schon wieder. Ja, das kann man leisten. Wie sieht's mit Holz aus? Es fehlen noch immer 200! Nein! Oh mein Gott! Ist das Lager eigentlich immer mal voll? Kann man das Holz nicht kaufen? Mein Bruder fragte mich gerade, ob man das Holz kaufen kann. Er war vorhin nicht dabei, als ich das versucht habe, weil ich in meiner hyperintelligenten Intelligenz, ich kann es auch nochmal zeigen, für den Rotra. Für den Rotra Holz kaufen. Da. Geht nicht. Ist verboten. Wäre ja sonst auch zu einfach. Geh, meine Damen und Herren. Das wäre einfach zu einfach. Wenn einfach wäre, wäre einfach einfach. Was will der von mir? So. Wie sieht's aus mit Nahrung jetzt? Wir machen's. Wir sind siegreich, Seil. Yes. I am the champion, ja. So, und damit, Dankeschön dafür, dass ihr zugeguckt habt für heute, ist natürlich nur der Anfang. Wir werden beim nächsten Mal, kann ich schon mal verraten, entweder vielleicht mit den anderen beiden im Multiplayer zocken. Hier sehe ich gerade, ist schon einer zurück. Und wir werden die Freie bauen oder benutzte Karten machen. Da werde ich mir mal was ausdenken bei benutzte Karten. Und bis dahin sage ich erst einmal Tschüss, denn die Sendezeit ist seit 10 Minuten vorbei. Ich muss noch ganz viele finanzielle Geschäfte erledigen. Zum Beispiel ein Sendstück zählen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh mein Gott, mein Gott, mein Gott. Guck mir nicht so böse an, du alter Mann, du.